So, heute ist Samstag, der 5. Oktober und wir machen unsere Fahrt nach Taylor, so wie jedes Wochenende. Es sind ungefähr 50, ja, vielleicht 55 Kilometer. Auf halbem Weg gehen wir dann in Taylor einen Kaffee trinken, aber das werdet ihr jetzt ja alles sehen. Viel Spaß! Gleich an der County Road 101. Die geht von Nord nach Süd. Wir fahren aber geradeaus weiter Richtung Taylor. So, jetzt kommt gleich der schwierigste Teil der Strecke, weil die Verantwortung für die Straße von der Stadt Taylor zu Williamson County übergeht. Und da ist die Straße super schlecht, ganz grob, ganz rau und es macht gar keinen Spaß zu fahren, zumal es gleich auch noch bergauf geht und wir Gegenwind haben. Aber wir schaffen das. Wir sind jetzt an der Einmündung der County Road 369 auf die 366. Das ist nordwestlich von Taylor. Damit haben wir unseren nordöstlichsten Punkt unserer Fahrt erreicht. Jetzt geht es Richtung Süden, Richtung Taylor. Jetzt muss gerade hier so ein Pickup-Truck vorbeifahren. Das ist echt klasse. Das ist vielleicht das dritte Auto auf der ganzen Fahrt. Und ausgerechnet jetzt, wo ich in die Kamera spreche, muss der vorbeifahren. Naja, wie gesagt, jetzt geht es südlich Richtung Taylor zum Kaffee trinken und dann südlich der Eisenbahn weiter. Auf der ganzen Tour, auf allen 55 Kilometern, kommen wir an genau zwei Ampeln vorbei. Die erste ist hier an der nördlichen Umfahrung von Taylor. So, da haben wir es bis Taylor geschafft, bis zu unserem Café. Prost! Genau. Prost.
Ein bisschen enttäuschend war es dann doch, weil ich hatte eigentlich gehofft, wir würden direkt am Main sitzen. Sagt jedenfalls das Schild. Aber war eigentlich überhaupt gar kein Fluss. Naja. Da bin ich. Ihr seid ihr. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Es waren jetzt 2,5 Stunden oder so inklusive Pause, vielleicht auch 3,5 Stunden inklusive Pause. Knapp 55 Kilometer. Jetzt sind wir hier kurz vor der Autobahn, müssen also nur noch unter der Autobahn durch, dann kurz nach links und dann sind wir wieder daheim. War eine super Ausfahrt. Wie gesagt, wir machen das jetzt eigentlich jeden Samstag so. Nachmittags nach Fußball. Oder vorm Fußball, wenn sonntags gespielt wird. Also dann, habt auch noch ein schönes Wochenende und bis demnächst. Macht's gut, tschüss!